Hallo und herzlich willkommen. Was willst du denn jetzt hier? In Far Cry 3, wo wir gerade eine Waffe kaufen wollten, aber ich gucke mir das hier draußen einfach nochmal an, denn die Lichter sehen echt geil aus. Also die Grafik ist zurzeit eine der besten, obwohl das Spiel schon ein bisschen älter ist. Okay, das kennt man. Ist jetzt ein bisschen matschig, aber ist okay, ist okay. So, und wir sollen jetzt hier erstmal eine Pistole kaufen für 60. Dann tun wir das auch. Danke sehr. Auswählen, nach da verschieben. Habe ich die jetzt schon? Ja, ausgerüstet. Okay. Verkaufen haben wir nichts. Okay. Das werde ich tun. Wie komme ich jetzt an die Waffe? Egal. Das bemerke ich sicher gleich. Ja. Ich bin gerade beschäftigt. Psst. Okay, also Funktüre. Was? Funktürme decken die Karte auf. Und ich glaube, dort ist schon auch schon ein erster. Und zu dem müssen wir erstmal hin. Oh, ich habe die Waffe bekommen. Zielen und schießen. Alles gut, da. Alles cool. Wie bei jedem. Oh. Zwergenfoto und 21 Dollar. Ho. Ich glaube, da schieße ich mal besser nicht drauf. Oh, hier gibt es ja noch was. Ich gucke mir mal ein bisschen rum. Denn ich glaube, in diesem Spiel gibt es auch viele Kisten zu finden. Und das, wir wollen jetzt ja was mitnehmen und nichts vergessen hier. So, also erstmal da hoch. Wie geht's denn lang? Was gibt's da noch? Oh, Geld. Was ist schon alles, was weit Teilentfernung sehe? Ist geil. Ups, da geht's nicht hoch. Aber hier. Sprinten wir mal ein bisschen. So. Boah, geiles Hotel. Oh, das will ich mir rein angucken. Und diese Karte ist auch mega groß. Ich weiß gar nicht, wie man sie öffnet. Ich denke mal M. M. Nicht. Tabulator. Auch nicht. Kommt schon noch, kommt schon noch. Aber diese Map ist auch echt riesig. Und alles Open World. Das ist schon echt geil. Was sie da noch in Far Cry 4 bringen wollen. Wow. Was ist das? Nee, das kommt von hinten. Das sehe ich doch im Surround. Ah, eine Schlange. Off. Ist ja ruhig. Das hat lang gedauert. Aha. Süß, süß. Aber jetzt nicht mehr, zum Glück. Also, nein, ist immer noch süß, also, ach, egal. So, dann gucken wir hier mal noch schnell rein. Da ist bestimmt auch was. Ja, wusste ich doch. Oh, ein Diamant. Oh, geil. Mega geil. Die Sonne geht auf. Keine Ahnung. Über Farquhar. Wow. Das Ding sieht ja echt einladend aus. Oh. Aber spazieren wir einfach mal hoch. Das quietscht voll. Wow. Und mein Lieber, welche Person spielen wir eigentlich? Ich passe da immer nicht so ganz auf, tut mir echt leid. Ich glaube, Jason heißen wir, oder? Nee, Jason ist unser Bruder. Leider nur gewesen. Wieso ja nicht? Sieht doch geil aus. Wow. Mega geil.
Davon wollte ich jetzt erstmal ein Screenie machen. Und dann öffnet sich das schöne Inventar hier. Bildschirmfoto gespeichert. Das ist doch echt geil. Wow. Oh, da hinten qualmt's. Aha. Das muss ich mir merken. Da hinten ist eine Tunnel oder eine Höhle, glaube ich. Da ist eine Brücke, da hinten qualmt's auch nochmal. So, erstmal weiter nach oben. Oh, hier gibt's noch eine Tour. Schön, schön. Also, wie ich schon in der letzten Folge erwähnt, oder war das noch diese Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Hoffe ich doch, dass mein lieber Kollege, der Kobalt LP, sich auch endlich mal Far Cry 3 holt. Und dann können wir Koop spielen. Ich habe da schon mal reingeschnuppert. Es ist super. Macht super Spaß. Es gibt schöne Missionen, eigentlich nur Geballer. Um ehrlich zu sein. Das ist ja. Ist das Assassin's Creed? Oder was ist das? Ja, ist ja auch von Ubisoft. Ubisoft, wie man es auch immer aussprechen will. Ist aber ein bisschen. Der dampft aus dem Wasser. Scheiße, das Wasser brennt! Wir müssen. Oh, ah, okay. Oh, geil. Hui. 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 Das ist cool. Flap. Bist du? Hallo? Alter. Geht denn da ab? Öffne die Karte mit M. Ach, jetzt geht's. Da bin ich. Das Amanak. Brauche ich nicht. Okay. Also hier haben wir schon ein bisschen aufgedeckt. Ich kann mal gucken, wie groß die Karte ist. Ich glaube, hier ist schon alles eingezeichnet. Ich weiß es nicht. Ah, wenn das mal so sieht, ist die riesig. Okay, da wollen wir hin. Rechter Mausklick. Wegpunkt. Okay, Escape, dann wollen wir da mal hin. Zuvor gucke ich mich hier noch ein bisschen um, natürlich. Eine Flasche. Ah, genau. Eine super Idee. Wir holen uns erstmal die schöne neue Cortis Waffe. Aua, Alter. Oh, die Feier machen schon wieder Party, ey. Ist ja echt freulich hier. Hallo? Hast du gesungen? Wow! Wow! Was? Wie? Wo? Oh, süße Affen! Wir sind ja schnuckelig. Süß! Da muss ich nicht hin. Hier wollte ich rein. Du, 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 du. Schön singen die, schön. Welche bestimmte MP oder so war das? Skorpion? Nee. Sturmgewehr? Nee. Ah, die war kostenlos, genau. Cool. Gar nichts mehr? Mh, lecker. Na gut.
Dann futtern die sich da erstmal durch. Und wir gehen zu dem markierten Wegpunkt. Und wollen mal sehen, was dort auf uns zukommt. Also, ich finde, da kann man ja nichts sagen. Die Grafik ist einfach. Die ist schön. Echt geil. Oh. Da ist der Funkturm, auf den ich gerade war, drauf war. Müsste der sein? Ja, wer ist er? So, ist das weit bis dahin? Ich glaube, ich hätte mir das Auto krallen sollen, was da oben stand. Am Funkturm. Aber jetzt ist es auch zu spät. Oh, ein Reh. Wow, Alter. Oh. Probieren wir es einfach mal. Hier so ein paar Tiere zu erlegen. Oh, einen ganzen Büffel. Geil. So. Nee, ne? AC. Sage ich da nur Assassin's Creed. Naja. Schade, nicht getroffen. Oh, ich glaube, ich brauche noch Munition. Ich sollte die besser ein bisschen einteilen. Oh, ein Schwein. Hallo. Ups. Wildschwein. Oh, Wildschwein heute. Okay. Blaue Blätter, grüne Blätter, rote Blätter. Oh, Scheiße. Das ist jetzt hier auf der Karte, oder? Alles angezeigt? Kann ich nicht noch weiter rein? Zoom? Nee, aber hier die Blätter und so. Ist ja alles super markiert. Blablabla. Eklig. Ein grünes Blatt brauchen wir noch. Oh, das wächst da oben oder so. Komme ich jetzt rein? Muss ich hier komplett rum? Ist doch blöd. So, la 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 la. Ein grünes Blatt. Die sammeln wir auch mit E. Von Fackelinvar, rotes Blatt erhalten. Oh, ich brauche noch ein grünes. Okay. Da wächst der nächste Busch. Super. Flup, 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 flup. Also, Farquay, ich glaube, wir müssen unsere ganzen Freunde wiederfinden. Das ist das ganze Spiel. So mal ganz grob gesagt. Ich glaube, viele Nebenmissionen gibt's. Ich habe ja schon ein bisschen reingeschnuppert, um ehrlich zu sein. Oh, da. Und das sind die Truhen, die man finden kann. Hat man ja gerade unten auf der Karte gesehen. Ich brauche nur noch ein blaues Blatt. Und noch ein Wildschwein. Wo kriege ich denn blaue Blätter her? Das ist doch Wasser. Ist die im Wasser? Wow. Oh ja. Geil, man kann auch richtig tauchen. Wow. Achso. Das ist das Reh, glaube ich, von vorhin. Luft! Eieiei. Es war knapp. Oh, ich habe wieder volle Munition. Schön. Nee, wir brauchen die erstmal für den Wildschwein. Da tagge ich doch eins. Ich habe gerade ernsthaft Q gedrückt, um das zu taggen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Scheiß BF. So, schön. Also, ich wollte eigentlich gerade erwähnen, das zurzeit auch auf meinem Kanal. Ich glaube, jetzt alle 2 Tage, wenn ich das mit hochlade. Oder gleichzeitig. Auch jetzt immer. Upsa. Upsa, 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 upsa. MTA kommt ein Let's Play Together. Mit den. Was?
Achso, ich muss eine schnelle Reise machen. Mit dem lieben Kobold. MTA kennt ihr bestimmt Multi-Theft Auto, eine Mod für Grand Theft Auto San Andreas. Das kennt hoffentlich jeder. So. Also das ist einfach nur Multiplayer quasi. So, dann switchen wir mal rüber. Und ich denke, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Munition, Inventar auffüllen. Okay. Hier was verkaufen? Schnellverkauf. Klicke ich da mal drauf. Ja, wird schon stimmen. Ah, okay, das behalte ich, was ich noch benutzen kann. Okay, das ist gut. Also, wir sehen uns dann demnächst in der nächsten Folge. In der nächsten Aufnahme. Bis dahin, ciao, ciao mit SCH. Oh, vergesst nicht in die Infobox zu schauen. Dort gibt es mehrere Informationen. Meine Facebook-Seite. Den Link zum Account von Kobold. Also zur YouTube-Seite. Oh, ich will die haben. Die stehen da doch so einladend drin. Also schaut in die Informationsbox. Schreibt einen Kommentar, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und damit verabschiede ich mich. Bis demnächst. Ciao, ciao.